Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ich hatte ja schon auf den Fall in Brandenburg im Mai 2013 hingewiesen, musste mich da sehr viele Zwischenrufe aus der Fraktion Die Linke erwehren, dass das alles nicht stimme, dass alles nicht richtig sei. Und zwischenzeitlich hat es sich ja nun als richtig erwiesen, dass auch dort in Brandenburg nicht die zeit- und wirkungsgleiche Übertragung stattfindet. Ich bitte die Fraktion Die Linke also hier nicht den Eindruck zu vermitteln, sie würde alles anders machen, wenn sie in Regierungsverantwortung stünde. In Brandenburg beweisen Ihre Kollegen genau das Gegenteil. Und ich nehme es Ihnen nicht wirklich ab, Frau Rösler, dass Sie hier in Mecklenburg-Vorpommern anders handeln würden, als wenn Sie als im gar nicht so weit entfernten Brandenburg. Wir Grüne machen es uns nicht ganz so leicht und schauen genauer hin. Richtig ist, und das hat die Landesregierung dargestellt, dass in Zeiten knapper Kassen, hoher Verschuldung und offener Handlungsbedarf in der Haushaltskonsolidierung nicht leichtfertig mit öffentlichen Mitteln umgegangen werden darf. Richtig ist auch, dass, wenn es eine vergleichbare Anpassung der Beamtenbesoldung geben soll, eine Reduzierung um jeweils 0,2 Prozentpunkte im Vergleich zum Tarifergebnis legitim ist. Schließlich bildet das Land Versorgungsrücklagen für die Beamten, während die Angestellten selbst in die Rentenversicherung einzahlen müssen. Richtig ist eine Darstellung der Landesregierung auch, dass bis auf Bayern, Hamburg und Hessen alle anderen Bundesländer unter den Tarifabschlüssen im öffentlichen Dienst bleiben. Und wir begrüßen auch die Erhöhung der Grundgehaltsbeträge um 25 Euro, weil dieser Sockelbetrag im Gegensatz zur prozentualen Steigerung vor allem für kleinere Besoldungsstufen vorteilhaft ist. Aber, und jetzt kommt das Aber, die Landesregierung gibt ja selbst zu, dass sie die Beamtenbesoldung an den Durchschnitt der Bundesländer abschmelzen will. Wir wissen jedoch alle, dass dieser Durchschnitt zu niedrig ist. Das wird nochmals deutlich, wenn wir uns die Entwicklung des Verbraucherpreisindexes anschauen. Zwischen 1992 und 2012 ist dieser von 100 auf 142 gestiegen. Der Gehaltsindex für Angestellte im öffentlichen Dienst ist im gleichen Zeitraum nur von 100 auf 140 angestiegen und für die Beamten nur auf 138. Beamte haben also im Vergleich zu früher weniger Kaufkraft in der Tasche und werden bei Besoldungsanpassungen offensichtlich schon länger benachteiligt. Meine Damen und Herren, ich glaube, dass dies angesichts der enormen Belastungen der Beamtinnen und Beamten, insbesondere in Mecklenburg-Vorpommern, ungerechtfertigt ist. Auch angesichts des großen Beitrags, den die Beamtinnen und Beamten zur Haushaltskonsolidierung durch Personalstellenabbau und Umstrukturieren geleistet haben, ist diese Entwicklung ungerechtfertigt. Meine Damen und Herren, ich glaube auch, dass mittelfristig und langfristig durch negative Abweichungen zum Tarifabschluss nichts eingespart werden kann. In späteren Verhandlungen werden die entgangenen Anpassungen natürlich immer wieder argumentativ und rechnerisch mit einbezogen. Im allerschlechtesten Fall, das vergisst doch niemand, was Sie hier verabschieden, im allerschlechtesten Fall brauchen wir in einigen Jahren dann wieder eine Arbeitsgruppe, die Ideen und Vorschläge erarbeiten muss, wie die Attraktivität der Beamtentätigkeit in Mecklenburg-Vorpommern gesteigert werden kann, weil uns Nachwuchssorgen und Abwanderungsbewegungen in andere Bundesländer drücken. Auch bei den Lehrerinnen und Lehrern glaubte die Landesregierung zunächst ordentlich einsparen zu können und nun müssen im Nachhinein Multimillionenbeträge bewegt werden, damit der Laden nicht zusammenbricht. Wir Grüne haben, wie im Mai bereits angekündigt, zusammen mit der Fraktion Die Linke eine Anhörung zum vorliegenden Gesetz beantragt. Dort wollen wir nun in ernsthafter und respektvoller Art und Weise ausloten, was das Land leisten kann, warum die Landesregierung bei den Besoldungsanpassungen unter dem Tarifabschluss für die Angestellten im öffentlichen Dienst geblieben ist, wie sich die Regelungen im Vergleich zu anderen Bundesländern ausnehmen und welche Vor- und Nachteile aus dem bisherigen Gesetzentwurf für die Beamtinnen und Beamten und für das Land, kurz mittel- und langfristig entstehen. Die Opposition zeigt sich, insbesondere im Finanzausschuss, sehr kooperativ, denn durch die Anhörung wird es zu keiner Verzögerung der parlamentarischen Beratung kommen. Es hat schon lang genug meines Erachtens gedauert, bis der Gesetzentwurf hier von der Landesregierung eingereicht wurde. Wir Grünen gehen offen in die Anhörung hinein und ich hoffe, dass die Koalition dies ebenso macht. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.